länger dauern, ne? Ja, wahrscheinlich. Aber starkes Set auf jeden Fall. Aber ist ja nur besser auf Prefab mehr auf. Ja, ja. Wir wollten eigentlich um 4 schon weitermachen. Ich glaube, mit Turnier. Achso, wir sind gerade ein bisschen Overtime, ne? Ja. Ja, passt. Leiden wir ein bisschen, haben wir da noch Pause, weil ich will vielleicht noch was essen oder so. Ja, das wird nice. Ja. Hm? Oder ich esse einfach beim Commentary. Wie heiß. Ja, das wäre auch okay. Ja, ja. Das ist das letzte, was übrig ist, ne? Ja. Also mein Race sonst. Sofern wir halt keinen anderen Tiebreaker irgendwo haben. Ja, ja. Das wäre ziemlich nervig. Ich finde es bloß ein bisschen schade, dass wir nicht Dennis Maxi on Stream gesehen haben. Ja. Das hätte ich gern gesehen. Wir haben ja eigentlich gespielt. Eine gute Frage. Ah, Maxi hat gewonnen 3-1. Ja, der Favorite. Aber so wie halt Dennis die letzten Wochen spielt, ja, ja, ich weiß nicht. Dachte ich schon, dass es auf jeden Fall aufholen könnte. Wurde auf jeden Fall besser so in den letzten Wochen. Ja. Den habe ich eigentlich auch gesehen. Ja, Banane Komori. Komori hat anscheinend das letzte Set gewonnen und hat den Tiebreaker damit verursacht. Roughest Matchup für Samus auf jeden Fall. Aber ich glaube, auch nicht zu rough, ne? Wahrscheinlich 55, 46, aber... Das ist so ein Matchup, da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Ja, nee, so will ich auch nicht. Ich höre bloß mal das Argument so ist, dass Peach halt Zeit hat, Turnus zu ziehen und sie deswegen vielleicht die Slide Edge hat, ne? Weil sie dann irgendwann auch mal einen Stitch bekommt. Ja. Ja, true. Ja, die Misses sind ja natürlich auch nervig. Vor allem so, auch einer der Sachen, das hat man ja doch gerade gesehen, so der Crouch Cancel für Samus, in vielen Matchups gut, hier... Ja, leider nicht. Nicht so lecker. Er kassiert halt schon die, so zwei Juicy Downs im Matchups kassiert diesen Stock. Und es war halt basically schon der ganze Stock, so viel Prozente, wie er bekommen hat. Und ich meine, Samus bekanntlich hat einen sehr, sehr guten Downsmash, aber Peach hat leider natürlich den Go-Downsmash. Ja. In dem Aspekt auf jeden Fall überlegen. Aber ich sehe auch, wie Banane hier für die Missile-Strategie geht. Ja. Weiß nicht, ob Komori so gut damit klarkommt, ja, wahrscheinlich. Oh, Bombe. Die Bombe! Er hat auch Bomben parat. Ich bin bombensick. Ein richtiger Missile War. Ja, stimmt, Samus kann gar nicht so richtig off the top killen, ne? Das ist echt ein schlimmer Punkt gegen Peach. Obwohl, ja, ich dachte schon. Ja, irgendwann tötet er down, der abtilt. Aber das dauert eine Weile. Aber vielleicht auch Downsmash mit schlechter DI dann, ne? Also wenn er ja, das ist auch geht. So, aber ich glaube so, eventuell Haupt-Team-Move ist irgendwie so eine Back-Air mal oder vielleicht mal eine F-Smash reinhauen. Im Optimalfall ein Charge-Shot wahrscheinlich. Oder das, aber kriegt halt schwer. Oder vielleicht doch jetzt? Oh, das sieht aber sick aus. Ja, nee, bekommt er leider nicht. Der Komori über 160, also anscheinend ist es echt schwer, in diesem Matchup zu killen. Mhm. Und die Misses machen wir auch nicht so viel Knockback, wie man denken würde. Oh! Stark. Ah. Schöner Dash-Tag. Kleiner Punish. Also gerade in so einem slowen Matchup takes du so jede Prozente. Also. Ja. Also richtig krasses Combo-Game hat man hier jetzt nicht. Man kann bloß mal so lange Strings hitten, aber dafür muss man auch echt so was Gutes am Laufen haben. Ich glaube, Peach bekommt so höchstens mal so eine Vor- oder Dash-Attack-Abwehr oder so. Deswegen ist es halt so umso wichtiger, so an seinen Stock zu kleben, den einfach nicht zu verlieren. So viele Prozente möglich reinzukriegen gegen den anderen, bis man stirbt. True. Das Update geht wirklich auf den Top, gell? Ja, bei 170 irgendwann killt es schon. Ja. Oh, schon ein Grab. Hat auch gar keine Angst bei der Legend. Hey, wir sind eigentlich schon fast 3 Minuten vergangen. Ich hab's gar nicht bemerkt, Mann. Ja, jetzt weiß ich wieso. Oh nein! Ja, nein, das ist schmerzhaft. Ich wünschte, das Knockback würde auch gleich bleiben, ne, wenn man so Power Shield ist. Stimmt, Peach kann vielleicht auch Samus ein bisschen besser edgeguarden mit den Turnips, ne? Wahrscheinlich schon, ja. Also ich wüsste nicht wie, aber... Also edgeguarden ist wahrscheinlich eh nicht so ein Ding in dem Matchup. Ja, true. Ja. Ja. Da kann man nicht viel machen. Aber das war's. Afro? Ja.
Ja, ich liebe diese Float Cancel und dann einfach wieder auf den Boden Drop Tomahawk Grab. Ja, das ist voll cool. Ja, das sieht richtig sick aus. Komori macht ja auch voll gerne. Und als gegen Peach bist du auch öfter mal im Schild, weil sie einfach. Ist einfach scary auf jeden Fall. Du möchtest nicht von irgendeiner Forward ergetet werden oder irgendwas, was einen Downsmash führt. Ja, da kommt er nicht ran. Oh ja, das war sick. Bei der Abwehr vielleicht wirklich der beste Launcher. Bei den Prozenten. Okay, Komori hat die Top-Plattform entdeckt. True. Ich meine, wenn Banane sich jetzt nochmal so richtig zurücklehnt, sind wir auf jeden Fall on pace für Timeout. Das kann halt echt ein Timeout werden. Vielleicht nicht, was wir sehen wollten, aber was wir sehen werden. Vor allem als Tiebreaker. Ja, aber es sieht irgendwie rough aus, ne? Also der Komori hat echt gar keinen Bock mehr auf die Mitte. Der chillt jetzt oben. Ja, genug gesehen. Kann derweil noch entspannt Turn-Ups ziehen. Vielleicht sieht er noch einen Bösi. Mhm. Oh Mann, ey. Na, die wollen beide wohl ganz dringend gewinnen. Ja, muss man respekten, aber. Ja, aber ich glaube, Banane muss ja auch, glaube ich, langsam mal versuchen, irgendwie einen Powerplay einzuleiten. Er muss halt ein bisschen aggressiver spielen. Er hat halt einen Tag weniger und halt über 100% jetzt. Ja, aber er hat leider auch nur zwei Games zum Geben, also verstehe ich auch total, dass er jetzt hier so langsam runterspielt. Ja, oh mein Gott, das letzte Turnover hat noch getroffen, ganz unten. Ja, kein Sweet Spot. Also ich weiß ja nicht, wie das Matchup funktioniert, aber ich glaube, Samus hat da nicht so die besten Chancen, ihr Comeback zu machen. Wahrscheinlich nicht, nee. Was wir halt sehen, sind halt meistens so irgendwelche Trades und halt so kleine Strings. Ja. Du hast halt nicht wirklich so ein explosives Combo-Play, was zum Beispiel irgendwie Spaces haben. Ja. Und dann wirklich halt noch so durch zwei Openings noch das Game zu gewinnen. Ja, das ist leider wahr. Also außer natürlich, du hättest all deine Charge-Shots, aber wer hat das denn schon mal gemacht? Ja, das passiert halt nicht. Vor allem, du brauchst halt jetzt erstmal die Prozente noch. Bis der Charge-Shot überhaupt killt. Die Komori halt gerade nicht hat. Ja. Er hat jetzt 25%. Noch 2 Minuten auf der Clock. Ja, würde ich auch sehr gerne. Man hätte nicht irgendein anderer Pool-Tiebreaker sein können. True. Ja, okay. Da kommt wieder ein bisschen zurück, aber es sieht einfach so unerreichbar aus. In solchen Matchups ist es halt richtig rough, Comeback. Ja. Natürlich nicht unmöglich, aber du musst halt so oft Neutral gewinnen. Ja. Ja, zurück zu den Misses. Zurück zur Top-Plattform. Ja, da muss. Banane geht ja wahrscheinlich Stadium, ne? Aber. Wahrscheinlich Stadium. Ja, ich sehe schon, wo das hinführt. Oder. So. Ich würde halt so eine kleine Stage sehen. Ja. Vielleicht sogar Yoshis. Ja. Ist ja bloß wegen dem du hast nicht viel verpasst. Nee, ich saß die ganze ich war die ganze Zeit unten und so. Hab gewartet, bis es endet, aber. Ja. Ja, nee, das reinkommt sehr aus. Hannes kommt jetzt out, oder? Oh ja. Ja, sieht nicht gut aus wie Banane. Also ich meine, das wäre schon einer der sickesten Comebacks, die ich jemals gesehen habe, aber ich glaube nicht, dass er es probieren wird. Nee, ich glaube ich auch nicht. 40 Sekunden halt noch. Das reicht halt einfach nicht. Das ist jetzt ein Kill und vielleicht irgendwie. Boah! Herr Komori hat auch den Timer entdeckt. Ja, das war. Oh mein Gott. Das war nicht. Ja, Komori weiß jetzt, ich kann auch einfach reingehen oder so. Ich hab eh schon gewonnen. Ja, das ist schwer. Außer. 15 Sekunden würde reichen. Ich glaube auch. Mit dem Invincibility und so. Und das 10, war wohl 9, unser erstes Timeout jetzt. 7, 6, 5. Oh, warte! Ist es. Oh! Okay, nevermind. Kein Timeout. Also, die Top-Platform auf jeden Fall auch Banane super zu schaffen gemacht. Besonders nachdem er Komori die Lead hatte. Aber ich verstehe, Komori. Ja, Komori ist eigentlich nicht so ein defensiver Spieler eigentlich, aber wenn du die ganze Zeit Missiles kassierst, ja, so, hätte ich auch keinen Bock mehr. Geht ja auch in beide Richtungen auf jeden Fall. Ja. Das ist halt wahrscheinlich einfach das Matchup. Ja. Aber meine Frage ist eigentlich, wenn Banane jetzt an dieses Stadium gehen möchte und Komori war ins Stadium, geht er dann ja wahrscheinlich Yoshis oder Fountain, ne? Ja. Wahrscheinlich dann sogar Yoshis, ne? Wegen der tieferen Top-Platform. Ist sie überhaupt tiefer als bei Fountain? Ja, okay. Ja.
des Yoshis. Ich hoffe, wir sehen kein Timeout auf Yoshis. Und wir sehen aber wieder Top-Plattform und Raketen. Ja, das auf jeden Fall. Oh, man sieht auf jeden Fall von beiden den Gameplan. Aber jetzt geht es wirklich ein bisschen schneller zur Sache, das gefällt mir. Bis dann jemand Elite hat. Das hat aber auch beim ersten Game auch so angefangen. Ja, ja, okay. Das ging auch ganz schnell. Schöne Dash-Tag. Okay. Sehr guter Start von Banane. Leider kein Sweet Spot. Ja. Muss er ihn zurücklassen. Oh, sick. Ja gut, diesmal umgekehrt. Wie schwer Banane ist jetzt? Dampf mich, ja. Ja. Aber macht schon echt gut Damage vor der, ne? Ja, ja, deswegen. Komori hat so einen Down Smash Hit bekommen, aber so Banane so viel mehr fällt. Das war nicht so hoch. Oh, und jetzt beginnen wieder die Missiles. Jetzt mit dem Leaves ist bestimmt auch noch ein bisschen spaßiger. Ja, oh, das war sick. Ich hätte eigentlich eine Abwehr erwartet, aber Wedge Banane folgt seinem Drift. Down Tilt, wow. Vor der rein. Ich frage mich irgendwie schon ganz schön lange, ob vor der von Samus überhaupt gut ist, ne? Also in meisten Situationen, aber es ist so janky irgendwie. Ja, das ist, glaube ich, echt so richtig Situation, ne? Ja. Am liebsten so benutzt von der Kante. Oh, 34% von einem Down Smash. Alles, wofür Banane gearbeitet hat. Ja, aber er möchte auch wirklich mit dem Business durchziehen, ne? Oh, stark. Das ist der Traumkill. Als Samus Mail. Aha. Irgendwie hoffe ich ja schon darauf, dass Banane das gewinnt und das letzte Game noch ein Timer wird. Und jetzt ist er nicht für was essen. Okay, das verstehe ich auch. Und der Komori macht das Comeback. Hoffen wir einfach mal, es wird ein sehr gutes, knappes Set. Wo es so schön back and forth geht. Und jeder schneller. Wo wir ein paar gute Plays sehen. Vielleicht ein paar Clips. Ja, yeah, safe. Vielleicht auch ein Steel Break. Auf jeden Fall wäre das Hype. Ja, okay, der kann ja nichts machen, muss erwarten. What? Ja, sorry. Das weird, war diese komische AB-Headbox, ne? Oh, ja, stimmt. Ich kann den Grapper ja dann snipen, ne? Also wenn er sich dann an die Stage hängt. Das ist nice. Oh, schönes Spacing auf dem Abtilt. Oh, das tötet. Ja. Komori noch drin. Ja, auf jeden Fall Klaus hat es gedacht. Eine Down Smash. Oh, er macht zweimal. Er will sie. Er weiß, wenn irgendwie Banane Shield droppt oder so, eine Down Smash reinkommt, das wird richtig lecker. Aber auch das Böse. Das ergibt gar keinen Sinn. Er war genau neben ihm. Oh nein, ja, ich hab's auch gerade gehört. Oh Mann. Wir machen hier Commentary, machen God's Work und haben kein Essen mehr. Sad. Ich glaube, es wird einfach der Pickup zur Mittagspause. Ich glaube, es hat doch irgendwie so einen Döner oder so. Oh, das wäre auch sick. Der irgendwie so. Hat glaube irgendjemand in die Gruppe geschrieben, dass es irgendwie so einen Döner gibt, wo auch so ein Cheeseburger drin ist. Das ist komplett gottlos. Ich weiß nicht, ob ich das. Also Dönerbrötchen und so ein Cheeseburger drin. So war es zumindest in meinem Kopf. Ja. Irgendwie so. Was? Das klingt komplett gottlos, aber kann man sich gönnen. Und dafür wird irgendwie. Ist auch schon wieder Last Stock, also Komori könnte das trotzdem noch holen. Ein Juicy Opening, eine gute Forward, ja, ein Down Smash. Banane gibt ihm nichts. Ja, schön. Oh, was? Oh, okay, das war sick. Er ist da auch einfach reingesprungen. Ich hab mich auch die ganze Zeit schon gefragt, wann er ihn verwenden wird, aber der war sick. Das Krasse ist, einer von denen wird vierter Platz in dem Pool sein. Naja, ja, das ist true. Ja, nix für Ed auf jeden Fall hier. Am meisten Bank gemacht mein Tiebreaker. Hat er Glück, dass er Komori Banane geschlagen hat für das Runback. Aber ja, ich weiß gar nicht, was jetzt der Counterpick sein wird. Entweder FD oder Dreamland. Aber Dreamland bannt er wahrscheinlich. Also FD? Nee. What? Er lässt Streamlight offen?
anscheinend. Naja, also ich meine, als ich gesagt habe, ich wollte ein Timeout sehen, meine ich es eigentlich gar nicht ernst. Oh Mann! Ich muss ja echt. Ich muss ehrlich sagen, das ist schon träge. Und vor allem, wir haben je nachdem halt auch nicht so viel Pause. Ja, true. Oh, machen die einen Tiebreaker. Ich hätte echt einfach Schere, Stein, Papier spielen sollen. True. Ja. Aber so sind Turniere eben. Müssen wir uns jetzt noch auf ein langes Game einstellen. Aber Banane sogar mit dem Leaf. Sehr, sehr wichtig. Aber, okay, kriegt nichts raus leider. Wild Turnipus. Ja, die Jab Fresher diesmal raus. Ja, ungefähr das Pacing, was ich erwartet hatte auf diesem Game. Ich weiß halt teilweise nicht so, was ich sagen soll. Ich auch nicht. Weil einer muss halt den Lead bekommen und dann. Und danach wird Missiles gespammt oder Turnips gezogen oder. So Plattform besucht. Ja, beide wollen ganz dringend den Stock behalten. Auf jeden Fall ist es aber auch wirklich rough auf jeden Fall mit dem Stock Lead in diesem Matchup. Ja. Das war ja auch schon auf Battlefield rough. Stark. Oh, das tötet nicht. Ja, keine Stocks verloren, gleich 2 Minuten vorbei. Und Smash killt das? Ja, ganz knapp. Ja, Banane jetzt mit dem Stock lesen. Sehr wichtig für ihn auf Dreamland. Also auf jeden Fall. Ja, ich kann auch nichts mehr sagen. Ich weiß nicht, was ich. Sorry, Chat, das kommt Terry, weil. Ich habe keine Ahnung von dem Matchup. Ich habe keine Ahnung, was man dazu sagen soll, außer. Ja, Dennis, es wird gegamed, auf jeden Fall. Schon wieder ein Stitch hier. Es werden Stitches gezogen, manchmal auch Bomben. Ja. Manchmal auch gecharge-shotted. Der Banane kann jetzt ruhig schön passiv spielen, obwohl er auch manchmal natürlich seine Spots sucht und dann auch reingeht, aber das ist schön safe, so wie es sein muss in dem Matchup. Dauert bloß ein bisschen. Ein bisschen. Ja, aber ich spiele das eigentlich wirklich voll schön. Ja. Also. Hat sich das tötet nicht. Wir haben gleich die 3-Minuten-Marke erreicht. Banane hat nur sein 4. Stock. Schöne Misse. Ja, weil es ja Komori das Problem, dass er der Banane nicht töten kann. Das ist auf jeden Fall für beide Charaktere das gleiche Problem. Obwohl Peach natürlich die Nähe und die Vorrede hat, aber auf Dreamland killt sie wahrscheinlich sowieso erst bei 160 mit so guter Dir an. Ich denke mal, hier so ein Grab wird er eventuell schon tun von Komori, aber muss er erstmal kriegen. Ford Throws ja auch killen sozusagen. Vor allem so, Banane spielt gerade so viel mehr in der Luft. Ja, auf jeden Fall. Der will wahrscheinlich echt nicht grabben. Und er hat ein Laserschwert! Ja, okay, das ist schön. Und wirft er es? Nein. Oh. Er hätte runterwerfen müssen. Ja. Okay, das war schon wieder sein schöner Float. Nach der Hälfte der Zeit, der erste Stock weg. Ich glaube, das wird wirklich ein Timeout. Das ist gar nicht gut. Ey, Jonas, gibt hier irgendwas Gutes zum Essen? In der Nähe. Weißt du das? Du wohnst ja hier irgendwie in der Nähe. Mhm, mhm. Das Zeug ist immer noch nicht weg. Aber die nächste Nähe macht das. Oder auch nicht. Der Charge oder der Charge? Mhm, mhm. Sehr gut, Banane. Ja, rough. Der Banane weiter am Misseln, so wie er muss. Und ich meine, die Trade Damage, okay, das war jetzt stark für Komori, aber meist ist es halt sehr, sehr favorable für Banane auf jeden Fall. Jetzt ist es so ein bisschen reverse, jetzt ist Banane der Top-Plattform. Ja. Top-Plattform-Stammgast. Der Komori möchte auch wieder zurück. Aber dafür braucht er erst die Lead, um auf den Stammtisch zu kommen. True.
Naja. Wenn das kein Timeout wird. Ja. Oh, das war sick tatsächlich. Ja. Er wusste, dass sie ein bisschen treffen würde und war bereit. Dies kommt dann näher rein. Oh, oh. Abwehr? Abwehr? Oh, ah, shit. Guter Rausspringer. Oh, der? Ja, klar. Das wird jetzt aber nicht. Nee. Jetzt kann Banane noch ein bisschen stallen. Aber gar nicht so lang. Ich glaube, gegen Peach kann man halt nicht so gut stallen, weil der Turn hat die halt so. Ja, yeah, okay, true. Erstmal die Minen abschieben kann und vor allem Peach kann auch theoretisch einfach raus. Ich glaube, Komori sollte da actually gerade in der Position viel aggressiver spielen und rausgehen. Ja. Aber Banane ändert sich auf jeden Fall in Game 1 und scheidet sich eine Schleife von Komoris Bucher. Nach 6 Minuten immer noch 3 Stocks. True. Jetzt 2. Aber das wird 100% ein Timeout. Ja. Ich meine, Close Timeout würde ich natürlich noch gerne sehen. Ja, Close Timeout ist immer fun. Ja, also. Auf jeden Fall. Ist ja bloß die 7,5 Minuten davor. Ja, Banane weiß doch, dass sie hier ganz schön viel zum Wegwerfen hat. Müssen wir das on screen? Ist der Doppelte. Oh, aber jetzt. Oh, Bösi? Ja, Bösi? Ich meine, das kann actually noch was ändern. Aber bis jetzt hat er, glaube ich, noch keinen Erfolg gehabt mit dem Bösi. Nee, noch gar nicht. Ich glaube eigentlich auch mit. Oh! Oh und ja, oh, endlich fängt er es. Ja, ich glaube, das nochmal? Wird Banane so tilten, wenn er so wegen so einem Bösi verlieren würde. Aber ich meine, wen nicht. Aber es ist weg jetzt. Naja, nee, er wartet. Das waren auf jeden Fall crucial Prozente durch das Turn, ne? Ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Aber 50%. Ein Banane ist die und. Die Sache ist so, Komori muss den Stock nehmen. Ja. Weil wenn er davor stirbt und dann Banane tötet, er kann halt ewig warten. Wenn ihn jetzt Edge guardet, dann hat er es, ne? Aber. Er muss raus, er muss raus, er weiß das. Und er hat den Jump verkackt. Oh mein Gott! Falsche Richtung! Nein, das wäre so sick gewesen. Wahrscheinlich getötet. Das war's. Ich glaube, das war's. Ja, Banane flüchtet. Wow. Oh. Der GG's. Es war auf jeden Fall ein Set, was gespielt wurde. War das jetzt 20 Minuten 25? Es war ein Best of Three. Es war. Aber Banane und war wahrscheinlich echt so 24. Über 20 Minuten. Ja. Und ich glaube, wir machen jetzt auch, glaube ich, kurz Pause und wir kommen dann wieder zurück mit dem Bracket.